aktuelle Themen natürlich, mitten in der griechischen Krise. Aber mein Versuch heute Abend ist nicht, die jetzigen Umstände zu behandeln, zu besprechen, sondern eine tiefere Erforschung der europäischen Identität zu uns nehmen. Gibt es so etwas wie eine europäische Identität? Das ist meine Frage. Oder einfach 28 eigenständige Identitäten, die sich ganz per Zufall in dem geografischen Gebiet befinden, das wir Europa nennen. Angesichts dieser bunten Vielfalt, was denn überhaupt haben wir Europäer miteinander gemein? Was heißt es eigentlich, in einer globalisierten Welt europäisch zu sein? Ist diese unsere Identität überhaupt noch von Belang? Von geografischem, wirtschaftlichem oder kulturellem Standpunkt aus gesehen? Und welche Zukunft steht hier bevor? Das ist mein Thema für heute Abend. Wenige haben sich jemals in erster Linie als Europäer identifiziert. In den vier Jahrhunderten vor 1914, als Europa sozusagen das dynamische Zentrum der Welt bildete und Europäer für sich auf der Suche nach Handelsmöglichkeiten und kolonialen Eroberungen in alle Erdteile aufmachten, haben sie sich durch ihre Religion, ihre Sprache und ihre Nationalität definiert. Jedenfalls die Vision einer kleinen europäischen Elite. Immerhin entsprach diese einem weit verbreiteten Gefühl der Erschöpfung und Abscheu, an das wir uns heutzutage vielleicht nur noch schwerlich erinnern können. In den letzten 70 Jahren ist das dringendste Ziel erreicht worden. Europa ist nicht nur mit sich selbst im Frieden, sondern auch der Krieg zwischen den Mitgliedstaaten nahezu unvorstellbar geworden. Trotzdem bleibt das europäische Identitätsbewusstsein sehr schwach. Es ist immer noch der Fall, dass sich Mehrheiten in allen Ländern in erster Linie nicht als Europäer, sondern als Bürger eines jeweiligen Nationalstaates verstehen. In Großbritannien zum Beispiel zieht weniger als die Hälfte der Bevölkerung den Begriff europäisch mit in Betracht, wenn sie ihre Identität definiert. In der Tat, wer für die Sache Europas eintritt, beruft sich üblicherweise fast nie auf die Frage Identität. Spielt diese Frage also überhaupt noch eine Rolle in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts? Ja, bestimmt. Und nicht zuletzt, weil die Welt von heute aus Machtbrücken besteht und sich so in vieler Hinsicht nicht so sehr vom europäischen Zeitalter des 19. Jahrhunderts unterscheidet. Eines ist sicher, Europa wird keine führende Rolle im 21. Jahrhundert spielen. Aus langer Sicht befindet sich das Kontinent sowohl politisch als auch wirtschaftlich in stetigem Niedergang relativ zu anderen Weltteilen. Nachdem Mills als Bahnbrecher für die erste industrielle Revolution im 19. Jahrhundert agierte, musste es dann aber zusehen, wie sich nach dem Ersten Weltkrieg der wirtschaftliche Schwerpunkt über den Atlantik nach Amerika verschob. Und seit dem epochemachenden Jahr 1989 hat der Aufstieg von Asien eine neue und historische Verschiebung des globalen wirtschaftlichen Schwerpunkts mit sich gebracht, diesmal nach Osten. Im Zentrum dieses bemerkenswerten Phänomens steht die Renaissance Chinas als Großmacht, ein Land, das jetzt der größte Exporteur der Welt ist und das wiederum seinen Platz an der Sonne verleiht. Vor dem 19. Jahrhundert lag der wirtschaftliche Umsatz der Welt im Ganzen gesehen nie weit über dem Existenzminimum. Folglich stand der Anteil eines beliebigen Landes an der globalen Produktleistung in etwa proportional zu seinem Anteil der Weltbevölkerung. Damals wie heute hat China die zahlenmäßig größte Bevölkerung auf Erden. Dazu hat es noch 1820 auch die größte Volkswirtschaft der Welt. Die Amerikaner sind natürlich mit derselben Bedrohung konfrontiert. Die Europäer aber erkennen reuevoll, dass die weitaus größere Erfindungskraft, Energie und Flexibilität der amerikanischen Gesellschaft eine Situation hervorgebracht hat, wo sie sich ständig wiederbeleben kann
oft auf eine ganz unvorhersehbare Art und Weise. Keine europäische Nation oder Firma hat sich mit dem spektakulären Erfolg von Silicon Valley messen können. Ein Phänomen, von dem die meisten zur Zeit des Mauerfalls in Berlin noch nie gehört hatten. Doch scheint die Geschichte Europas gerade die Existenz solcher grundlegenden Gemeinsamkeiten, auf denen wir eine selbstsichere Antwort auf diese Herausforderungen womöglich basieren könnte, von vornherein auszuschließen. Es gibt anscheinend einfach zu viele Unterschiede in der Sprache, der Religion, der Kultur, um die Entstehung einer wahrhaften gemeinsamen Identität zu ermöglichen. Inmitten der Trümmerhaufen des Krieges hat Churchill 1946 die Idee der Vereinigten Staaten von Europa unterbreitet. Auch damals war die Vorstellung einer gemeinsamen Souveränität nicht gerade neu. Schon 1940 hatte er Frankreich in einer Stunde der Not eine Union mit Großbritannien angeboten. Interessanterweise existiert ein noch früheres Exemplar dieser Art Gemeinwesens in Europa. Und zwar die geplante Vereinigten Staaten von Großösterreich. Diese Idee wurde 1906 in einem faszinierenden Buch eines Anwalts im Bekanntenkreis um den Erzherzog und österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand erörtert. Er hat dabei eine Reihe Verträge über sich ergehen lassen, die ständig den Grad von Integration gesteigert haben. Was ist dann das Endziel des europäischen Projekts? Diese Frage legt die Divergenzen und die Mosaik-Identität Europas offen. An dem einen Ende des Spektrums stehen die Briten, die sich die Union als gemeinsamen Markt wünschen, aber nichts weiteres. Die meisten Briten, sollte ich mal sagen. Am anderen Ende stehen jene, die wachsende politische und ökonomische Integration auf der Grundlage eines zunehmend harmonisierten sozioökonomischen Vorbildes als unabwendbar und wünschenswert betrachten. Ehrlich gesagt, setzt schon die britische Stellungnahme eine starke Union voraus. Denn uneingeschränkte Durchführung eines Binnenmarkts verlangt weit mehr integrative Führung und Verwaltung des Europäischen Union als Ganzes, als manch ein britischer Euroskeptiker es wünschen würde. Trotzdem bleibt der Unterschied zwischen den beiden Enden des Spektrums sehr groß. Ist Europa kaum mehr als ein Handelsblock oder tatsächlich ein Projekt zunehmenden politischen Zusammenhalts, das am Ende doch noch in etwas münden könnte, das sich den Vereinigten Staaten von Europa ähnelt. Dessen Bewohner sich während seiner langen Geschichte mit vielschichtigen Identitäten sehr betraut geworden sind. Die Heimat, die Region und gleichzeitig die deutsche Kultur, die durch die deutsche Sprache bestimmt war. Das Dritte Reich hat versucht, alle unterschiedlichen Identitäten gleichzuschalten. So auch später die hochzentralisierte DDR. Aber das neue Deutschland zeigt deutlich, dass der uralte starke Regionalismus der deutschen Länder immer noch eine spurende Quelle der Identität darstellt, die konkretes politisches Gewicht besitzt. In den dunkelsten Tagen des Zweiten Weltkrieges war eine der interessantesten und zugleich ergreifendsten Widerstandsgruppen im Dritten Reich der sogenannte Kreisauer Kreis. Moltke gehörte damals zu jener witzigen Gruppe Deutscher, die den Fall Frankreichs in 1940 nicht als etwas Erfreuliches, sondern als eine durchaus düstere Begebenheit betrachteten. Ihre Vorstellung einer neuen politischen Ordnung nach dem Untergang des Dritten Reichs würde uns heute in manchen Hinsichten altmodisch erscheinen. Zumal sie durch die weit verbreiteten Meinungen bedingt war, das parlamentarische System der Weimarer Republik sei zum Teil für Deutschlands gesellschaftlichen und moralischen Verfall und daher für den Aufstieg der Nazis verantwortlich. Der britischen, spanischen, belgischen, italienischen Identitäten haben jeweils ganz verschiedene Ursprünge und könnten sich möglicherweise für die Integrität
dieser Mitgliedstaaten verhängnisvoll auswirken. Was sie aber zweifelsohne bedeuten, ist, dass radikale regionale Dezentralisierung jetzt unvermeidlich ist. Und die EU bietet einen Kontext, in dem regionale Identitäten ihre eigenen Ebene finden können. Entweder innerhalb eines bestehenden Mitgliedstaates, wie deutscher Regionalismus es so erfolgreich in der Bundesrepublik geschafft hat, oder unabhängig in einigen Mitgliedstaat. Man denke hier an die erfolgreichen Erfahrungen Irlands. Letzten Endes aber ist Europa viel mehr als eine Regierungsform. Und bei weitem größer als seine aktuelle Beschäftigung mit den Wehen der Eurozone, seinem Verlust von geografischem Einfluss und die Ambivalenz der Briten. Denn Europa ist zugleich die Geschichte unserer Evolution zu einer wohlhabenden Union von Völkern, eine Geschichte, die sowohl erhaben als auch tragisch ist. Und auch